Willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Mit neuer Grafikkarte, endlich kann ich weiter zocken. Ah, sauber. Knapp 2 Wochen habe ich jetzt nicht aufgenommen, beziehungsweise gezockt. Mal gucken, ob wir noch einigermaßen können. Hier müssten wir, glaube ich, rein sicher. Und hier ist mir dann die Grafikkarte abgeschmiert. Oh, eine Liane. Eine haben wir schon mal. Sicher, in der Kiste war was drin, die konnte ich aufmachen. Die Flugmodus war dem, glaube ich, egal, wenn ich hier ein paar Sachen klaue, genau. Hallo, Ovi. Ulvi. So hieß er. Aber erst knacken wir hier einmal die... Aha, sauber. Entschuldigung. Ja, ne? Kafermesser, Goldbrocken, Kugeln, na, alles nicht so wirklich wichtig. Sonst war hier nichts, ne? Dann reden wir mal mit Ulvi. Menschen? Ja, ich bin ein Mensch. Und wer bist du? Ulvi ist Gnom. Ach so. Ulvi muss warten. Ist einsam. Muloblemo. Graneblemo. Du wartest auf deinen Freund? Jip, jip. Ulvi warte auf Kalin. Viele ganze Stunden. Kannst du ein paar Sachen mit mir tauschen? Ulvi viele Sachen. Aber erst muss warte. Erzähl mir von Kalin. Kalin, Ulvis Freund. Mache alles zusammen. Aber Kalin laufe zu gefährlichen Orten, ohne Denken. Was ist denn passiert? Gehe zu Strand. Kalin, nicht gekommen zurück. Ulvi, jetzt alleine. Verstehe. Du glaubst, Kalin ist was passiert, ja? Memulosada. Ich werde mal nach Kalin sehen. Menschen helfe Ulvi, dann Ulvi helfe Menschen. Sauber, der verlorene Gnom. Wir brauchen ja, was brauchen wir? Lian und dieser ganze Käse, ne? Der beklaute Dieb, ein Floß bauen. Genau. Passt doch, was haben wir denn auf Antigua für eine Quest? Ach, boah. Oh, wir haben so viele Sachen mit Schätzen noch. Aber naja. Alles zu seiner Zeit. Ich habe sowieso die Hoffnung aufgegeben, dass wir mit diesem Spiel schnell durchkommen. Ich werde mir hier Zeit beilassen. Ne, Quest machen wir, der beklaute Dieb oder der verlorene Gnom? Machen wir erstmal die Quest, die wir gerade am Laufen haben. Ist, glaube ich, besser. So, hier ist ein bisschen neblig. Ha, was ist hier passiert? Mein Donnerstock. Krane Gotzo. Verbaldeit. Oh, fuck. Alter. Come on.
denn jetzt passiert? Wo ist der Donnerstock? Alter, wo ist der Donnerstock? Nein! Das Teil ist Schrott, dann werde ich jetzt aber sauer. Fuck, der hat mir das Ding aus der Hand geschlagen, genau. Fuck. Verdammt! Der Gnomenfresser, sauber. Auch wenn das jetzt wohl gerade keine große Quest war, aber naja. Ah, er hat das Ding, sauber. Oh, ich habe jetzt gedacht, ich hätte das verloren. Oha, da wird man ja ganz theatralisch. Sauber. War zwar gerade keine Quest, aber stirb, Tutan! Goldkehle, Tutan. Ein bisschen das Ganze hier looten. So, was für ein hässliches Vieh. Eine verschlossene Truhe. Alles mitnehmen. Auch nicht wirklich viel. Ich habe gehofft, ich würde den Gnom hier finden. Das waren die Ameisen. Naja, wo ist der General da? Ich glaube, wir fressen erstmal ein bisschen hier was. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach diesen Termiten. Weil weiß der Geier, wo diese... Ach, wartet mal, ich glaube... Na, dann ist da der Eingang. Vermaledeit. Naja. Egal. Gehen wir halt da lang. Ach, hier bei den Lampi-Jungs. Stimmung. Ach, da hinten ist noch der. Yo. Na, normalerweise sind die Viecher doch immer irgendwie in Rudeln unterwegs. Na, ich traue dem Ganzen nicht. Ach, doch so ein. Gnom. Karl, neben dem reden wir später. Skillen. Na, auf alles außer auf Gerissenheit, dann Feuerwaffen. So. Sonst hier noch was, was man klauen kann? Hier stehen Geschichten über Gnome, die sich auf die große Reise machten, um einen besonderen Gegenstand zu finden. Leider ist das meiste in der Gnomensprache geschrieben. Na, egal, ein bisschen Ruhmgift bekommen. Schadet ja alles nix.
Okay. Beklaut haben wir das Oberhaupt. Jetzt gehen wir erst den... diese komischen Gnome untersuchen. Was heißt untersuchen? Wir gucken jetzt erst, dass wir die Sachen von denen wieder bekommen. Ja, müssen wir wohl doch weiter in den Norden des der Insel. Jo, werden wir weiter hier hoch müssen. Jetzt vermute ich, dass wir hier hin müssen. Wenn nicht, dann habe ich auch keine Idee mehr. Goldgele. Oh, mein Hals. Ja, doch, doch, doch. So, wir kommen langsam. Alter! Ne. Ja. Das ist in Ordnung. Drecksvieh. Alter, ja. Du feige Mist. Ja, boah. Drecksvieh. Drecksviecher. Das war ein Scheiß. Meine Güte. Mag die Beere erstmal mitnehmen. Ist hier noch was? Würgeranke. Heldenkraut. Das war's. Gut, dann ab in die Höhle. Dann ab in die Höhle. Einzeln erwischen. Weil im Rudel fangen dann wieder an, ihren Dreck zu spritzen. Und das ist dann nicht so toll. Ach, ist auch wieder nur Müll. Gut, eine Bloody Mary, aber. Was? Wellentänzer? Ach. Ich glaube, die Waffenquests, die werde ich nicht machen. Auf jeden Fall nicht gezielt. Die Sturminsel will ich noch beenden und die restlichen. Also die legendären Gegenstände halte ich mir noch offen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Da, jetzt fangen die an, ihre grüne Gerütze zu. Alles andere nicht. Jut. Dann haben wir das schon mal. Gut, 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 gut. Haben wir wenigstens auch was geschafft. Oh, halt, halt. Pokopilz. Proviant ist wichtig in solchen Gebieten. Regionen, whatever. Ey, noch ein Pokopilz. Jetzt müssen wir zurückrennen, ne? Naja. Wenn wir schnell sind, schaffen wir das in dieser Folge noch. Wenn nicht, machen wir das halt in der nächsten. Ach ja, ey, eine Geisterlinie. Ne, eine Blutwurzel. Ich verwechsel die beiden Pflanzen immer. Naja. So. Und da sind wir gleich auch schon, ne? Ja, ein bisschen noch. Toten lassen wir mal am Leben. Dann sind wir auch schon da, ne? Ja, da ist er. Mal sehen. Hier steht vielleicht etwas. Wie durch ein Wunder überlebte er den Schuss. Die Kugel wurde durch eine Münze aufgehalten, die er in der Brusttasche trug.
Daraufhin beschloss er, die Münze für seine Reise ins Reich der Toten aufzubewahren. Hm. Hatte ich wohl anscheinend schon. Egal, an der Stelle mache ich einen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Quest hier bei Zeki beenden und dann halt weitermachen, um ein Floß zu bauen. Bis dahin. Tschüss.